So, hallo Wolpi. Bisschen bewundern, ja. Zum Nachteil an so einer detaillierten und dekorierten Insel bei mir, wenn es um eine Schnitzeljagd sehr überschaubar. Ja, gut, ja, die ist vollgebaut. Aber ich habe darauf geachtet, dass meine Insel halt nicht zu voll gemüllt ist, so. Und dass das ein schöner Misch ist aus, ja, die ist gebaut, aber dass die noch natürlich ineinander greift. Dass sie schon auch noch sehr naturbelassen wirkt, sage ich mal. Ich glaube, das ist mir gelungen so. Ich glaube, es ist nicht zu viel eigentlich. Hoffe ich. Aber klar, da kann man natürlich dann voll schön Sachen verstecken. Sowieso habe ich auch hier und da einige geheime Wege und so gemacht. Keine Ahnung, man kann sich auch, man kann dort auch gut Verstecken spielen. Ich sag's, wie es ist. Draußen. Ja, dann $1,400 haben wir ja, ne? Sollen wir nochmal ein Haus bauen, ja. Irgendwas bauen halt einfach. Warte mal, ich verkaufe mal Kürbisse. Schnauze. $1,600. So. Aber es soll ja ein bisschen kniffliger sein und Spaß machen. Hey, Heinz. Warte, was? Wie geht's? Warte mal. Okay, ich bin ja still. Puh, ich hätte nicht so überreagieren dürfen, aber schließlich hat es gebrannt, nicht wahr? Ich habe nicht die notwendigen Beweise, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser kuhköpfige Frankie mir Sprengstoff untergeschoben hat. Wir wissen für mich im Auge behalten, okay? Achso, ja, das wissen wir doch aber schon. Okay. Lass mal sehen. 1800 haben wir. Lol, Regierungslabor, oder? Wollten wir nicht eine Bar bauen? Haben wir nicht, ne? Habe ich was in Auftrag gegeben? Was habe ich denn jetzt? Hä, was habe ich denn jetzt zuletzt gemacht? Hey, Moment, was? Haben wir jetzt schon was in Auftrag oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Hä? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, geheimes Lager, Rattenkeller. Boah, das brauchen wir alles. Das sind richtig coole Sachen. Hä? Jetzt die Bahn Auftrag gegeben oder nicht schon? Also irgendeine, ich weiß jetzt, ich muss nochmal schauen, hey, keine Ahnung, ich bin irgendwie bescheuert jetzt. Jetzt auch nicht. Nee, ne, wir haben nichts, oder? Hä? Bombayar! Ganz genau, ja. Jetzt schauen wir mal, hier ist ja was. Achso, ja, das baut er schon. Klar, wir haben das schon in Auftrag gegeben. Nee, dann müssen wir die andere jetzt nicht auch noch bauen. Das ist ein echt, das ist Schmarrn. Das wäre nicht gut. Oh, eine Stecknadel. Na gut. Nee, das ist... Nee, dann... ein Zimmer? Vielleicht? Oh, weiß nicht. Aber wir bräuchten halt auch mal... Ja, ein paar Möbel sollten wir kaufen. Eigentlich auch mal. Was ich jetzt mache, ist dieses tolle Ratchet-Bild aufhängen. Warte mal, Lobby, erster Stock. Ja. Und zwar so, das kommt hier hin. Und zwar... weiß gar nicht. Da drüben. Ach so. Oh nein, da wird wieder geklopft. Schau mal, das ist voll süß. Oder so. Nein, das muss da hinten hin. Ganz klar, es muss hier hin. Der Kampf beginnt mit einem heftigen Schlagabtausch. Ja, richtig? Hör mal, wer da hämmert, ey, wirklich so. Oh Mann. Oh Mann.
Dachte für einen Moment, das käme aus Sims. Nee, das kam vom Fenster. Tja, Bauarbeiten. Bin froh, wenn die rum sind. So, Hauptlobby. Moin erstmal. Ja, echt? Hey, moin. Was geht denn ab? Moinsen. So. Ist hier irgendwas Interessantes? Zufällig. Hallo, hallo. Hello. Yee. Bin schon eine Weile im Lurk. Aha. So, so. Da ist nichts außer Fleisch. Moment mal. Kann man das boxen? Warte mal, es klingelt. Oh nein, Außerirdische wieder in der Stadt. Geil. Das kann man tatsächlich. Das Fleisch muss schön zart sein. Das ist ein verrücktes Bild. Einfach. Hä? Klar. Ja, klar, im Kühllager einfach mal Fleisch verprügeln. Ganz normal halt. Na, Schmarrn, das wollte ich gar nicht. So. Wie schaut's denn hier aus? Echt ein bisschen saugen. Bin bei 4 Blüten, ich geb's auf. Nein, nicht aufgeben! Das sind schon 4! Du hast es doch bald! Das kriegst du hin! Soll ich dir einen Tipp geben? So. Weiß ich nicht, Digga. Will ich jetzt nicht umschwärmen. Mhm. Bombayar! Ja, puh. Ja, Pfefferpaule. Wenn Ara nicht da ist, dann... Wir brauchen Gäste und Kohle, es ist so. Willst du einchecken? Ins Dschungelzimmer vielleicht? Yeah, wird ein toller Aufenthalt, das spüre ich am ganzen Körper. Ich werde bis Samstag hier bleiben. Das geht ja noch. Samstag? Ist ja morgen. Ja, Tipp bitte. Na, nett am Blubberchen. Hallo? Es geht hier um Omoki. Omoki kriegt einen Tipp. Außerdem, wie soll ich dir einen Tipp geben, wenn ich nicht weiß, welche dir fehlt? Ich habe zwar eine Vermutung, aber sicher wissen tue ich es ja nicht. Hey, hey. Hallo, hallo. Ist hier irgendwas Interessantes? Nein. Tschüss. Mein ja für Momoki, vielleicht habe ich ja Glück und genau die fehlt mir noch. Hey. Also Momoki, wie hast denn du gesucht? Sagen wir mal so. Einfach so, zu Fuß, so, einfach. So, wie viel kostet alles? Alter, scheiß, die Wand weg. Alles klar. Ob so Wege abgegrast bin hinter Gebäude. Okay. Normalerweise sucht man mit den Augen. Das ist eigentlich der beste Tipp. Boah, das ist aber jetzt schon. Du hast es ja eigentlich jetzt verraten, Moin. Echt, das ist echt nicht fair. Jetzt wissen ja alle Bescheid. Hey, das war jetzt schon zu krass auch. Oh Mann. Nee, pass auf. So für dich die letzte. Woban. Ja, echt. Eigentlich Timeout, ne? Eigentlich schon so 12 Stunden oder so. Ich beruhige den mal. Ja, pass auf, Momoki. Vielleicht brauchst du eine Schaufel. Schon ein sehr fahrlässiger Tipp. Schon verdient, ja schon so, ne? Komm, ich spiele das lustige Piratenspiel. Sieht nur
Jetzt fährt's. Auf geht's. Oh ja. Oh nein. Oh ja. So. Humoki, ne? Da musst du mal ein bisschen gucken. Das ist, glaube ich, das ist ein guter Tipp, ja, ja. Ganz bewusst, absichtlich ist es so. Und es funktioniert auch im Träumen. Ich sag's so auch. Als du dir denkst, hä, wie denn? Es geht schon, es geht schon. Du musst dich nur genau umschauen. Ich hole mir jetzt einen Kescher und hau dir auf den Kopf im Traum. Was soll das? Wenn ich mich wieder schlafen leg, dann spüre ich das, dann habe ich Kopfweh. Das geht so nicht. Rüberchen. Oh Mann. Die anderen wieder. So. Ah, perfekt. Gewonnen. Zack. Und weg mit dem. Ah, macht Spaß. Vor allem so cool jetzt über Touchscreen auch. Das Kartenspiel. So, na ey, was willst denn du jetzt, ha? Was wird denn das? Auf mit dem Scheiß. Die snack ich mir doch. Lol. Warte mal kurz. Okay. Perfekt. 170 habe ich ja schon. Muss ja nicht alle Karten loswerden diesmal, was? Das ist, ich muss ja nur 200 erreichen, deswegen, ne, Snacky Snacky. Na, hier nochmal Snacky Snacky. Ja, perfekt gewonnen. Geil. Oh, so viel angenehmer. Oh, wir haben 2500! Warte mal, den beruhige ich. Eugen, was ist mit dir? Hä? Haben die wieder die Aliens auf den Kopf gekackt? Ja, ne? So, fertig. Schuschu! Und wer hat hier hingepisst? Geht so nicht. So, was ist denn hier eigentlich für eine langweilige Mucke? Wirklich. Für ein Casino, das ist echt nix. Das ist nix. Jetzt, Moment mal. Ja, da brauchen wir schon. Ja gut, das wäre auch gut. Nee, aber da brauchen wir. Oh, das finde ich gut. So Mafioso-Musik im Casino. Das ist gut. Das finde ich super. Keine Ahnung, hat was. Oh, wie schaut's denn hier aus, echt? Was ist denn das? Ein Gabelbein, the fuck? Hey, mein Fusselvisier! Hallo, das funktioniert ja gar nicht. Hä? Warum geht's los? Ja. Ciao. So, wenn ich in deinem Traum Kraftsüpfer als Geisel nehme, gibst du mir dann einen Tipp? Nein? Was soll ich dir für einen Tipp geben? Echt? Dir fehlt eine. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Außer, dass du, wenn es ist, was ich vermute, kannst du auch den Tipp beherzigen, was ich Momoki gesagt habe. Vielleicht hilft dir das ja trotzdem. Mehr kann ich nicht sagen. So. Schlafen. Schwarze Couch. Die schwarze Couch. So. 2568 Simoleons, das ist super geil. Da gehe ich jetzt einmal zum Bauamt und lass was Tolles bauen.
ein. Achso, ist irgendwas wieder Aliens, oder? Stoppe außerirdische. Okay, ja, muss ich noch machen auch. Warte mal, so. Bauen, lass mal sehen. Jetzt, pass mal auf. Was, du bist so lustig. Die anderen habe ich alle mit einem Magneten hochkatapultiert. Was, wo bist denn du jetzt? Hey, du wolltest einen Tipp. Was anderes kann ich dir doch nicht sagen. Keine Ahnung. Wenn ich vermute, dass das eine die letzte ist, dann... Was weiß ich denn? Vielleicht wissen ja die Aliens Bescheid. Mein Tipp ist es dort drüben. Oh, Alter, moin, halt eigentlich nochmal 12 Stunden Timeout, ne? So, was holen wir uns denn, Thales? Hey, der verrät ja immer alles gleich. geheimes Lager. Was war denn das? Ja. Deluxe Hotelzimmer, ja. Regierungslabor, lell. Ja, ich würde sagen, wir machen mit den Zimmern weiter, ja. Kann er nochmal eins machen? Krass, ich habe zwei Zimmer auf einmal in Auftrag gegeben. Ist ja noch besser. Geil. Das ist ja super geil. Ja dann. Krass. Na also. 8 Stunden, Leute, ne? Morgen wieder. Also nee, morgen, also Sonntag dann, glaube ich, möchte ich vielleicht wieder streamen oder so, ich weiß nicht. Demnächst, keine Ahnung. Denkst, mein, hab's gefunden. Wirklich jetzt, Blubberchen? Hast du's gefunden? Weiß nicht, da ist ein Kapper dahinter. Hast du? Hast du nicht? Jo, kein Ding. Was war dieser Raum? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Strange. Alle anderen? Was weiß ich noch? Ja, hey! Ist meine Karate-Lehrerin bei dir, Frau Fu? Vorname Kung? Kung Fu? Super. Alles klar. Die Gäste sind hier echt seltsam. So. Also. Das wird gebaut und das hier, ne? Nee, das hier. Das da. Die beiden. Das heißt. 1, 2, 3, 4. Wir haben dann schon mal alle Hotelzimmer. Fantastisch. Er ist ja fantastisch einfach auch. Er geht ja viel schneller als gedacht. Was geht ab? Er ist ja super. Was ist los? Hey. Ich war eben ein bisschen deprimiert, aber als ich eines deiner Gemälde in der Galerie gesehen habe, nun, da bin ich nachdenklich geworden. Deshalb habe ich es für 39 Simoleons gekauft. 39 nur, ey, Geizhals. Der andere, der hat gesagt, boah, schrecklich, kompletter Müll, hat mir 270 oder so gegeben. Meine Güte, ey, das geht so nicht. Ja, cool.